Ja, hallo, wir sind es wieder mal, der Peter Dietzel, der Peter Stapfer und der Herr Hagen. Erzähl mal was über den Namen. Den hast du irgendwie ins Feld geworfen. Es gibt ja Hagen von Tronje und wir wollten unbedingt mal den deutschen Namen wieder haben. Also richtigen Bezug, also Geschichte hat der Name Hagen eigentlich nicht. So wie der Herbert oder der Einstein. Ne? Warum gibt es jetzt noch einen Vierkanaler nach dem VH4? Ja, gut, also wir sind in der Zeit weit fortgeschritten, wenn man von Beginn der Dietzel-Ära rechnet, 18 Jahre, glaube ich, ungefähr. 92 und das Gerät kam dann 2010. 2010, ne? Genau. Und 18 Jahre, die Frage war, was machen wir? Wir wollten uns auf der einen Seite nicht jetzt hier ausbremsen und sagen, okay, wir entwickeln nicht weiter. Und also kein MK2. Wir wollten den VH4 auch nicht verändern, weil er eben, der war so, dass die Leute den so wollen. Standfest. Gut. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen aber jetzt mal einen Vierkanaler mit 18 Jahren Erfahrung im Platinendesign, was man so halt einfach lernt in 18 Jahren als Also die Sachen, die ich vermurkst habe, die wollte ich wieder gerade biegen. Ja, der Murks kam aber erstaunlich gut an, sodass wir gedacht haben, okay, wir machen einfach einen weiteren Vierkanaler. Vierkanaler mit dem Wissen, was wir nach der Zeit dann hatten. Genau. Um das mit einzubringen. Jetzt funktional ist es so, dass ein paar Sachen, die wir bei dem VH4 gemacht haben, zum Beispiel dieser Channel Insert. Also andere Features. Der jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Und da gab es auch oft Anfragen, dass viele einfach diesen zweiten Master wollen. Macht auch wirklich Sinn. Damals war es einfach so, wenn man Solo gespielt hat, hat man den vierten Kanal sowieso gainvoll auf und da hat man den Volumen gehabt, den zweiten, und dann konnte man eigentlich das Solo immer klar abtrennen, lautstärkemäßig von dem Rhythmuskanal, dem dritten. Aber es gibt ja auch eine deiner Lieblingsbands, Led Zeppelin zum Beispiel, die spielen Solo im Crunch. Du benutzt doch den Hagen auf der Bühne. Ja. Kannst du uns erzählen, wo liegen klanglich die Unterschiede zum VH4? Klanglich? Er ist offener, grundsätzlich offener in den Bedeutet Höhen. Bedeutet ein bisschen mehr Höhen? Ja, dieses Glockige, sage ich mal. Das Glockige hat mehr diesen hochmittigen Rockton, würde ich sagen, im Rockbereich. Aber es ist trotzdem so straff, dass es eigentlich ein moderner Metal-Amp sein kann zur gleichen Zeit. Ja, also der vereint viele Epochen in einem Amp. Der fügt sich sehr gut in alle verschiedenen Stilrichtungen und auch in verschiedenen Bandkontexten ein. Ja. Das ist eigentlich eine andere Perspektive eines Vierkanalers wie 18 Jahre vorher. Und wir haben das Altbewährte nicht angelangt und haben einfach was Neues gemacht. Ich bin persönlich überzeugter Hagen-Spieler und begeistert. Er ist auch, also in diesen 18 Jahren hat sich ja auch die Hörgewohnheit geändert, die Spieltechniken haben sich geändert, auch die Musik und wie Musik komponiert und aufgenommen wird, ist anders nach 18 Jahren. Mhm. Und und dann der Clean Sound, den habe ich jetzt gerade mal mit einem Delay gemacht. Wir können vielleicht noch kurz sagen, also die Schaltmatrix ist relativ offen für verschiedene Herangehensweisen. Also ich sehe hier zunächst einmal die vier Kanäle. Ja. Am Anfang muss man ein bisschen hinschauen. Aber es ist ein Strich durchgezogen, da habe ich den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten. Ja. Ne? Ansonsten haben wir hier die Bedientasten, die vier Kanäle, dann Deep und Präsenz wie bei Dietzel gewohnt. Hier kann ich den Master 2 schalten, hier kann ich die Loop schalten und insgesamt hat er drei Loops. Genau. Dann haben wir Mute zum Stimmen und die Store-Taste, weil diese Taster kann ich mir alle abspeichern und kann man es auf MIDI-Programme legen. Ja, Mute ist immer, habe ich bei dem anderen YouTube-Video schon mal demonstriert. Ich lege jetzt, also so arbeite ich. Ich habe hier ein MIDI-Pedal, in diesem Fall unseren Columbus. Ich mache auf der Bank 9 den Mute an und drücke zweimal auf Store. Jetzt ist es so, jetzt kann ich die Gitarre wechseln, ohne dass ich hier irgendwas schalten muss. Und wir haben auch einen Tuner-Out hinten am Ausgang. Und das ist unglaublich praktisch, wenn man live spielt, weil da hat man meistens doch ganz andere Dinge um die Ohren. Hm. Und so kann man mal kurz drauf gehen und nachstimmen. Und man hat dann eben diese Knackgeräusche und so, ist alles mit der einen Taste weg. Und das ist, finde ich, sehr praktisch. Auch
anstattdessen gibt es auch diesen FS7 mit der Endung HA. Genau, den habe ich hier. Da zeige ich mal her. Der hat also diese vier Kanäle beim Haken. Hat den Master-Schalter, den Loop-Schalter, Loop on off und einen Mute-Schalter. Ja, Peter, würdest du uns den ersten Kanal nochmal zeigen? Ja, klar. Und ich denke. Also du bist jetzt schon im Ich bin jetzt schon im Kompressionsbereich, das heißt, der ist nochmal so dynamisch, springt dich nicht an, man traut sich viel mehr spielen, weil er ein bisschen leicht komprimiert. Das wäre maximale Kompression. Entschuldigung. Zum also wäre durchaus schon so die Abteilung genau. Schmackes. Aber wenn du das richtig willst, gehen wir mal auf Kanal 2, probieren das aus. Der Kanal 2 sollte eigentlich auch clean gehen. Okay. Und jetzt erhöhe ich mal das Gain. Möchtest du mal eine andere Gitarre? Ja. Spricht nichts dagegen. Die Paula, da wären wir jetzt bei dem, was ich vorhin schon erklärt habe, Master 2. Das kann man hier mal zum Beispiel gut erklären. Ich lege jetzt mal auf die 1 den zweiten Kanal, Store, und auf den 2, den Master 2, zweiter Kanal. Sieht man auch gleich, wie einfach die MIDI-Programmierung ist, ja. Jetzt hätten wir hier mal. Ich bin noch auf Drop D. Praktisch, umstimmen. Okay. Dann die zweite Master-Lautstärke. Ist jetzt viel. Entschuldigung, Andi. Typisches Beispiel. Also ich habe quasi immer den gleichen Kanal, nur einmal lauter, einmal leiser. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Anwendungsbeispiel, wo der zweite Master wirklich Sinn macht. Mhm. Gut, und dann wir gehen mal auf die Volumengeschichte, wie der den Volumen annimmt. Macht nicht so zu oben, der bleibt schön offen oben. Funktioniert es beim Kanal 3 auch? Ja, gucken wir mal. Also man hört schon, wenn man den Akkord ausklingen lässt, der klingt eher so dieses Röhrige, sage ich mal so. Das finde ich jetzt persönlich total super an dem Amp. Ja. Und der dritte Kanal, wie ist der anders zum VH4 zum Beispiel? Ja, der ist etwas kontrollierbarer in der Dynamik. Mhm.
schlägt nicht so stark aus, wenn die rechte Hand mal ein bisschen mehr Druck hat, mhm, und nimmt aber diese dynamisch nicht sehr leicht gespielten Sachen gut an. Also die sind im Vergleich zum VR4 einfach, also das ganze, die ganze Dynamikbandbreite ist für mich leichter zu handeln. Mhm. Willst du da mal eine tiefgestimmte Gitarre probieren? Ja, gerne. Also jetzt sind wir eigentlich im Bereich Metal. Jetzt sind wir wieder auf Drop Cis, ich hab's gelernt. Nix Guitar again. Ton, Obertonverhalten reagiert er einfach anders. Ich finde moderner, er klingt moderner, ein bisschen glockiger oben, das habe ich gerade schon, mhm, glaube ich, gesagt. Und ja, also wie gesagt, er nimmt die, ich finde, er nimmt die Dynamik des Pickings anders an als der VR4. Ja, macht Spaß. Okay. Ja. Gut. Und jetzt der vierte Kanal. Der vierte Kanal ist wieder eher so für Lied. Mhm. Mehr mit tiefen Mitten unterfüttert wie der dritte Kanal. Soll ich da mal wieder switchen? Gerne. Was ich an dem Lead-Kanal so toll finde, ist, dass der in den Höhen die Art des Plektrums, das Material, alles genauer annimmt, mhm, weil er ein bisschen weiter unten im Frequenzspektrum nicht ganz so viel zumacht im Endeffekt. Ja. Also ich kann ja mal kurz demonstrieren. Jetzt nehme ich mal ein Plektrum, das nicht ganz so viel Höhen hat. Völlig anderer Ton, mhm, nur das Plektrum. Mhm. Und es ist fantastisch bei dem Verstärker, weil er ist schon sehr detailgetreu und man hat so viele Farben, allein über Wahl des Plektrums und die verschiedenen Gain-Einstellungen. Ja, und wie gesagt, also es ist ein anderer Vierkanaler, hervorragend gebaut, auch von der Materialgüte her. Also wirklich, das Platinendesign sind 18 Jahre Erfahrung. Was hast du da jetzt in diesen 18 Jahren platinenmäßig eigentlich so herausgefunden? Wir haben viel Point-to-Point da noch drin, ja, was eigentlich keinen Sinn macht und auch nicht besser klingt. Ja. Ne? Einfach nur, ich habe mir einfach viel zu viel Arbeit gemacht, ja, aus Unwissen. Ja. Dann hätten wir die Frage nach dem Point-to-Point-Fire da auch beantwortet. Ja. Ja gut, aber ja, also man kann mal zu dem Punkt, ja, man kann gute Leiterplatten entwickeln. Man muss sie halt nur dick machen, es muss viel Kupfer drauf sein. Man muss sich überlegen, wie man die Bahnen zieht, wo man sie hinlegt, wo, ja, was hinliegt. Man kann sehr, sehr gute Qualität mit Leiterplatten erzielen. Ja. Unsere Potentiometer sind nicht auf der Leiterplatte, da kann man sie leicht wechseln. Die wichtigsten Buchsen sind auch nicht auf der Leiterplatte, mhm, falls der Meinung zum Wechseln ist. Aber man kann alles auswechseln an dem Gerät. Ja, ja. Alles. Also es ist nicht so einfach, Platine entwickeln. Ich sag mal so, ich hatte auch viel Glück. Ja, die brauchen wir alle. Ja gut, aber... Nee, aber es kann schon sein, dass man mal durch falsches Layout ein bisschen Störungen, ja, hat. Ja, aber ich glaube, das ist mal interessant für die Zuschauerschaft. Mhm. Du entwickelst so eine Platine auf dem Computer und du hast das Layout und das ist technisch richtig und du machst dann auch noch Funktionsplausibilitätsprüfungen. Aber wie es klingt, weiß man erst. Das ist die entscheidende Frage. Weiß man erst, wenn man sie eingebaut hat. Ich kann mich aber an Produkte erinnern, da hast du eine Woche vor der NAMM-Show
den Brunnen nicht gefunden. Ja, da habe ich geweint. Ne? Ja, da hast du geweint in der Nacht um 2 und hast mich angerufen und ich habe dich trösten müssen. Und gemeinsam sind wir durch. Ja. Und das Ding ist doch auf der NAMM-Show gestanden. Ja. Und, aber es ist so, dass Schulwissen hier nicht mehr naja, man wirklich hat im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung. Genau, und diese Erfahrung hat dich, du hast darauf gedrungen, was Neues, Vierkanaliges zu machen. Mhm. Und darum haben wir jetzt den Hagen. Und ich finde den Hagen ein absolut klasse Produkt persönlich. Ich spiele ihn selber live. Also ich kann dem Gerät attestieren, dass es live im Bandkontext hervorragend funktioniert. Das weiß man ja oft nicht, wenn man allein im Laden steht. Ja, da klingt manches wirklich bestechend und nimmst es mit auf die Bühne und bist dann nicht in der Lage, das wirklich so zu realisieren, wie du es im Laden eigentlich dir vorgestellt hast. Mhm. Da sind dann manche Sachen, die zu schön färben, haben dann meistens das Problem, dass sie sich einfach nicht mehr durchsetzen. Ja, das kann sein. Ja. Gut, hinten haben wir den Tuner-Out wieder. Die Tuner-Out haben wir wieder. FS7 haben wir erklärt. FS7 haben wir, Columbus haben wir. Vergessen, auch beim Herbert, den Compensated Out. Der Compensated Out ist nur in Verbindung mit einer Lautsprecherbox verwendbar. Ja. Also nur mit einem Dummy-Load dran. Mhm. Das ist ein frequenzkorrigiertes Signal, mit dem kann man durchaus einmal ins Pult gehen. Aber also es muss ein Load dranhängen, ein auf jeden Speaker, Fall eine Box. Oder? Aber du kannst den Master auf Null machen. Nein, er braucht einen Master. Er braucht einen Master. Ich nehme das von der Endstufe ab, von den Lautsprecherbuchsen, weil es da am besten klingt. Ja, du hast die Gegenkopplung mit drin und alles. Ja, ist und alles mit drin. Ja, genau. Mhm. Aber wie gesagt, muss was dranhängen. Ja. Alternative für live, wenn man ein Mikro fehlt oder wenn man nicht so viel Aufwand betreiben will, kann man von da aus direkt in die iBox und zum FOH gehen. Die zwei Sicherungen für die Röhren, Endstufenröhren. Das heißt, also wenn eine flutscht, kann man auf dem anderen Bärchen weiterspielen. Genau, und dann hat den Vorteil, dass die Endstufe dann symmetrisch bleibt. Genau. Genau. Das ist eigentlich auch der große Unterschied zum VR4. Mhm. Gut, dann haben wir MIDI natürlich dran und dann unsere spezielle XLR-Buchse, die ein bisschen stabiler ist für den Live-Einsatz. Ja. Ja, und die Lautsprecherausgänge 16 Ohm, 2x. 16, 8 und 4. Okay, Peter, das war's dann über den Hagen, oder? Ja, wir sind durch soweit. Wir sind soweit durch. Wenn es jemand interessiert, ausprobieren, antesten. Und du gibst nochmal unsere Kontaktdaten durch, wie immer. Ja, ganz am Schluss. www.dietzelamplification.com. Da sind auch unsere anderen Empfangskanäle gelistet. Vorzugsweise dann E-Mail. Da haben wir dann die Möglichkeit, zeitnah zu antworten. Ja, guckt mal die anderen Produkte an, die haben wir alle auf YouTube und vielleicht gefällt euch was anderes ja auch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mal vorbeiguckt bei uns und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.